Heidewitzka, das war ja eben was. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal jemand schafft, das Ding so spannend zu spielen, dass ich mir nebenbei mit in die Buchse pupe. Meine Güte. Ach, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich so schlecht bin. Ich weiß, ich komme ja gut durch. Du bist bis jetzt nicht einmal gestorben, also. Nicht einmal, das ist schon wunderbar. Aber ich war nah dran. Ich mir erstmal die Klinge, zu nah für meinen Geschmack. Ja, nachdem mir die Klinge erstmal die Nase abgesäbelt hat da vorhin, also. Ach, meine Güte. Ein Schritt weiter und ich wäre jetzt bereits entmannt. Ja, jetzt gehe ich davon aus, dass ich aus dem Haus jetzt wieder raus bin, ne? Warst du ja immer noch am Feuer-Exit? Darüber hinaus, den Schlüssel brauche ich auch noch. Den hat ja jemand mitgenommen. Also der ist auch nicht mehr im Gebäude. Den hat jemand mitgenommen und ist gegangen. Achso, nicht einer von den beiden Personen, die ich gesehen habe? Oder? Na, das eine war die Polizistin, das andere war Bobby Riggs. Ach so, so hat er es gemeint, okay. Ja. Oh, er schon wieder. Der Zalando-Mann. Ja. Rechnung, Rechnung, Rechnung. Oh, ein Gewinnspiel. Möchten auch Sie einen größeren Penis? Whatever I did to get here, I've had enough. I want out. Sag mir die Wahrheit, Morgan Freeman. Do you? Son, you still don't get it. Der spielt auch noch seine Rolle, oder? It doesn't matter what you want. As for me, I got mail to deliver. Goodbye, Murphy. Aber die scheinen wirklich in Ruhe gelassen zu werden, wenn sie die Rolle spielen, oder? So ist es. Aber es muss doch eine grausame Existenz sein. Jeden Tag immer denselben Ablauf durchzugehen und vor allem an diesen Ort. Und der scheint ja wirklich lange dort zu sein, weil er schafft es ja echt, ruhig zu bleiben. Nicht mehr ständig in Panik zu geraten. Das ist es. Meine Güte. So, zumindest läuft er jetzt wieder langsam. Nach dieser aufregenden Fahrt muss ich jetzt mal einen Schluck trinken. So, der Herr möchte, dass ich das Waisenhaus besuchen gehe. Ich würde ja zu gerne den ganzen Text hier lesen, aber ist momentan einfach nicht möglich. Du stehst zumindest direkt vorm Kino. Das sehe ich. Und vorm Fuller Bright Street. Das ist ja quasi nicht sehr weit. Du meinst, das Kino zu besuchen wäre nicht weit. In dem Sinne. Nee, das Waisenhaus, das ist links. Links da oben, da. Ach man, ich sehe das mal nicht. Gott, dann lauf jetzt einfach rückwärts. In die Richtung. Übrigens, wenn ich ein Waisenhaus beleben müsste, würde ich eins vorziehen, das nicht direkt neben einer Cemetery liegt. Offensichtlich, ja, aber da hat der Architekt wohl nicht ganz nachgedacht. Oder die Stadtplaner. War er wohl ein richtiger Arsch-Architekt. Ja, die Stadtplaner haben Scheiße gebaut. Was haben wir denn hier? Wieder so eine auffällige Tür. Und das wäre dann das Kino, offensichtlich. Das ist das Kino. Beziehungsweise es ist ein Teil des Kinos. Ich glaube, das Kino ist es nicht. Nee, ganz offensichtlich nicht, aber ich bin ja eher gewillt, da reinzulaufen, weil ich bin ja wirklich ganz hart an der Grenze jetzt und hoffe, da irgendwelche Verbandskästen zu finden. Oder aber den sicheren Tod. So, zweiteres scheint eher zuzutreffen. Es ist nicht sehr einladend hier, das stimmt wohl. Ich schon sehe hier. Diese Kackmusik dazu. Ich weiß gar nicht, ob man das noch Musik nennen kann. Eine wunderbare Musik in der Meinung, aber es ist quasi, als ob jemand die Instrumente vergewaltigen würde, bis sie alles an kindlicher Naivität verloren haben. Ich glaube, ich hatte in einem Run auch lange überlegt, ob ich diese Musik, die Instrumente überhaupt noch zuordnen kann. Okay, geht nicht auf. Was du da hörst, ist ein Cello oder sowas ähnliches. Oder wie man die nennt. Ich habe die vergessen, wie die heißt. Nicht Cello. Cello ist ein Saiteninstrument, oder? Ja. Wie nennt man denn diese andere Version eines Pianos mit diesen ganz hohen Tönen? Keyboard. Ist es nicht... Nein. Ist älter. Orgel? Auch nicht. Nein. Meine Güte. Ganz schlecht gerade im allgemeinen Wissen, was Musik anbelangt. Wie nennt man das? Eine Klinate? Nee. Komme ich drauf, werde ich nochmal recherchieren und dann dementsprechend... Sehr gut.
diese Information hier anbringen. Klären wir das bei dem neuen Silent Hill dann. Silent Hill. Genau. Übrigens, das Instrument damals. Von damals. Das hieß so und so. Und dann werden alle sagen, was? Von Renia. Ist aber keine effektive Tötungsmethode. Auch sehr schön. Meine Güte, ich liebe ja Kinos, aber... Ich auch. Ich habe mich mal gefragt, was wurde hier gespielt in Silent Hill für Filme? Größtenteils Tarantino-Komödie mit Adam Sandler. Adam Sandler ist ein Tucker. Nein, das war jemand anders. Das war Rob Schneider. Schneider. Dass mich immer diese blöden Kassen interessieren. Und immer klappt der Handschlag dagegen. Aber diesmal ist nichts drin. Drinne. Tja, das Kino hat offenbar nichts mit Adam Sandler eingespielt. Das ist verständlich. Ich habe letztens übrigens eine Folge von Prinz von Bel-Air gesehen. Da hat Adam Sandler noch mitgespielt. Echt, nee, ja? Quatsch. Eine Folge von Bill Cosby. Adam Sandler war ein Bill Cosby? Ja. Wie alt und, war er, ne? Und zwar war er da der Schulfreund des Sohnes Theo. Und ich würde ihn auf 16 schätzen. Er ist ganz, ganz jung, hat nichts von seiner Art, überhaupt gar nichts, die er später hat. Und geht da... Ich bitte kurz darum, dieses freie Feld hier zu beachten. Möglicherweise ist da dann was. Ja, rede weiter. Adam Sandler, genau, Bill Cosby, genau. Kussszene. Nein, keine Kussszene, es geht um einen Abschlussball. Und also ich hätte ihn fast nicht wiedererkannt. Der sah wirklich sehr seltsam aus. Meine Fresse. Ach, da leuchtet nur drin. Oh, ich dachte, da ist jemand drin oder so. Nee, bloß ein Kondom mit. Warum komme ich nicht weiter? Ich weiß nicht. Oh Gott, diese Kondomautomaten. Ah! Oh, ein Loch in der Wand. Es ist nie was Gutes. Wenn der Raum noch weitergeht, ist es eigentlich nie was Gutes. Ganz ehrlich. Beachte, wir sind auf dem Klo und auf den Klos steht ein Holzstuhl und ein Wippstuhl. Wo zum Teufel? Ja, es gefällt mir ja wieder ganz wunderbar hier. Ach du heilige Scheiße. Nach dieser Nebenmission gehe ich nie wieder ins Kino. Oh nee, was erzählst du denn hier? Naja, nur weil es so unheimlich aussieht, meine ich. Achso, ich dachte, du wolltest damit sagen, hier passiert was ganz Schlimmes gleich. Vielleicht ist hier auch schon mal was Schlimmes passiert. Oh, ist aber ein relativ kleines Kino. Ich habe keine Angst, es ist nur ein Spiel. Es war nur der Platzeinweiser, der hat gesagt, B6. Wer möchte ein Magnum? Auch in diesem Kino. Da dieses Flüstern dazu, ja. Ich mit meinem blöden Stein jetzt, ob der mich vor irgendeinem beschissenen... Es ist immer noch besser, als wenn der Radiomoderator sagt, turn around, ja, look behind you. Ja, bei PT, das war wirklich traurig. Spätestens da hätte ich den ersten Drops in der Buchse gehabt. Es geht, glaube ich, allen so. So, es ist bisher relativ leer, was hier abgeht. Es gibt ja aber auch diese typischen... Ruhig. Someone höre ich ständig. Ah, gut, okay. Ich weise nochmal darauf hin, dass du, ja, du, das Spiel mit Kopfhörern spielen wolltest. Das hier meinst du? Ja, das hier. Ja, stimmt. Okay, reparieren den Projektor. Da ist ein Code für notwendig. Die Glühbirne fehlt. Und da sind Schilder, wo mal... Wow. Der Fluxkompensator. Wo vielleicht ein Hinweis drauf ist, was hier mal gespielt wurde. Gucken wir gleich mal. Komm hier. So, eine Filmrolle haben wir schon mal. Aber uns fehlt leider... Also der Projektor ist da, aber er ist kaputt. Das heißt, wir werden später nochmal hierher zurückkehren, um diesen Projektor ganz zu machen. Da habe ich eben noch was gesehen. Da. Filmklebeapparat. Aha. Die Richtlinie zum Kleben von Filmen. Habe ich sogar schon mal gemacht, tatsächlich. Also wirklich gemacht. Mhm. Ich war bei der Cine Postproduktion Berlin. Cine Postproduktion Geier hieß das. Aber die werden wahrscheinlich auch bald ihre Arbeit einstellen, da man ja schon seit langem davon redet. Oh! Holy fuck, was ist passiert? Ach du Scheiße. So,
runtergefallen hier, oder? Nee. Man redet schon so lange davon, von Celluloid auf Digitalkino umzuschalten. Diesen tollen Beamern und so. Mhm. Aber es gibt doch jetzt auch diese 1080, nee, oder was waren das? 8900p Kinos? Das erkennst du doch gar nicht mehr. Das ist eine ganz tolle Sache mit der Auflösung. Auf der großen Auflösung bestimmt. Also ich, wenn ich bei mir im UCI sitze und dann sehe ich das. Also das sieht man. Das ist wesentlich. Ich habe mal gehört, dass ab einer bestimmten Menge an Bildinformationen, also sprich Menge an Pixel, man eigentlich nicht mehr einen Unterschied erkennen kann. Gut, bei der kleinen Auflösung hier vom Fernseher kann ich es verstehen, aber bei der großen Leinwand denke ich doch schon, weil das sind ja Poison lief hier. Aber was stand davor? Da steht noch was drüber. Cool Poison. Kaltes Gift. Los Fotros. Black Dance. Black Dance. Das ist offenbar so ein bisschen... That's racist. Offenbar so ein kleines bisschen... Event-Kino-mäßig auch. Also ich bin... hab nichts von denen gefunden, deswegen ich hier war. Aber dafür andere Sachen. Okay, ist Garderobe nur. Ich will einfach bloß noch einen Erste-Hilfe-Kasten finden. Dann bin ich ja glücklich. Einer zumindest, aber hier gibt's nichts, Leute. Foxy, nichts. Was ist los hier? Hier gibt's nichts. Das heißt nichts und nicht nichts. Da ist kein Ü und kein Sch. Das heißt nichts. Na gut, raus hier. Bringt ja eh nichts. Nichts. Interessant übrigens, dass die Räume mit Nebenmissionen oder die Gebäude bisher vollständig ohne Gegner waren. Ja, das stimmt. Es etabliert sich ein Muster, das wahrscheinlich bei der nächsten Nebenmission vollkommen zerstört wird, wenn ich mir dann in die Hosen kacke, weil mich dann gleich 100 Monster angreifen. Wird sich zeigen, aber es ist schade, ich habe jetzt nichts zur Heilung gefunden. Sei froh, bei diesem Zustand sei froh, dass da keiner drin war. Ich meine ja auch, es ist schade, dass ich nichts an Heilung gefunden habe. Ja, das stimmt. Weil jetzt demnächst bin ich hin. Hier ein Stöckchen. Eisenrohr. Nein, nur ein Stock. Das ist ein Stock, ja. Meine Güte. Ich bin jetzt kurz davor, eigentlich auf die Pistole zu wechseln. Aus Angst, das könnte jetzt jemand dich überfallen? Naja, wenn er mich jetzt direkt anfällt, dann war's das. Der Stock hält nicht. Läuft ja auch nachts nicht durch die Seitengasse, ne? Ich habe nicht sonderlich viel Auswahl momentan, was ich hier tue. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Ich muss leider immer weiter vorangehen. Übrigens hat die Tür gequietscht, bevor ich sie aufgemacht habe. Und wenn jetzt hier gerade keiner ist, du kannst dich hier mal kurz umgucken. Ja. Würde ich dir gerne ein nettes Gimmick zeigen. Bitte. Und zwar, wenn du dich jetzt umdrehst und hier an das Haus guckst und nach oben, siehst du diese Leiter und das Fenster dort oben. Ist kein Gimmick, das weiß ich schon, dass sowas geht. Nein. Guck mal bitte nochmal hoch. Das ist jetzt einfach nur mal für dich. Wenn es dich interessiert, kannst du dir etwas suchen, diese... Das war nur die Tür. Die Mann! Auf der Seite. Ja, ich weiß, ich kann mit den Haken das Ding runterholen. Richtig, kannst du mal gerne machen, denn dort oben ist der Raum aus The Room. Sehr geil. Nee, mache ich gerne. Ich wollte ja schon vorhin sowas machen. Nur habe ich ja dementsprechend keinen Leiter gefunden. Nur hier lohnt sich's halt eben, weil man tatsächlich in den Raum kommt, wo der Typ aus The Room gelebt hat. Also er lebte in Silent Hill. Er lebte tatsächlich in Silent Hill, ja. Nicht irgendwo anders. Es ist, er lebte nicht irgendwo anders, er lebte hier. Die Sache ist nur, wo kriege ich jetzt diesen Haken her? Ich gehe mal kurz zurück, weil letztes Mal habe ich diesen Haken auch in einer Gasse gesehen. Hm. Diesmal aber offenbar nicht. Ich glaube, hier vorne findest du auch keinen. Der ist auch mal ziemlich schwer zu sehen, wie ich finde. Er ist ja dünne. Hühnü. Na gut, ganz kurz zur Orientierung. Bin dort, ich muss da eben zu dem Waisenhaus, das ist gegenüber von mir. Ich wollte gerade sagen, ist gar nicht so weit weg. Aber schauen wir uns mal kurz hier um. Genau, da gehen wir am besten rein, das sah auch schon so einladend aus. Geht's los, Poltergeister, diese blöden Kerzen sind noch hier. Ja, die funktionieren erst, wenn sie an sind. Und da liegt was für uns. Okay, Entrance. Junge aus dem Ort, vermutlich auf dem Weg von der Schule nach Hause entführt. Auch wieder ein Artikel über seinen Sohnemann. Oh wow, man sieht sogar die Sonne. Ist mir gar nicht aufgefallen. Neblig, aber man sieht sie. Okay, dann rennen wir jetzt mal. Hast du das gerade gesehen? Vom Boden, wenn du UV-Licht angemacht hast? Links?
Also wieder der komische... Nein, diesmal kann es aber nicht der Rollstuhl sein. Aber gut, er ist natürlich unser kleiner Helferlein, der immer wieder uns auf die richtige Spur bringt. Das ist sehr praktisch. Lockt uns aber manchmal auch in die Falle. Und ich sage immer wieder, man soll Leuten im Rollstuhl nicht trauen. Oh. That's more than racist. Ah. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser. Okay, das da ist das Waisenhaus, würde ich jetzt behaupten. Aber bevor wir da hingehen, ich will noch kurz die Straße erkunden. Oh, da steht einer. Oh Gott! Habe ich mir jetzt ein bisschen erschrocken, weil jetzt der da im Hintergrund auftauchte, der Frechdachs. Oh, ich glaube, der mag dich. Ja, weiß schon, dass ich hier bin. Hi! Oh! Oh, das hat ihr aber durch die Deckung einen verpasst. Oh, jetzt reicht's aber mal! Ganz schön Kung-Fu-Typ hier. Jetzt reicht's ja mal. Jetzt sterbe ich hier mit dem Kack-Arsch hier. Ja, gerade so ein schönes Erste-Hilfe-Kästchen gefunden und dann. Jetzt sowas. Oha. Jetzt hat er mich aber ganz schön. Hat mir auf die Ohren geschlagen. Ist ein cleverer Kerl. Der macht hier einen auf Sherlock Holmes oder was? Oha. Ich stelle mich zu doof an. Oh, don't die, please. Alter, ich sterbe, der macht mich kalt. Der nimmt dich auseinander, der Junge. Oh, jetzt hast du ihn, jetzt hast du ihn. Zeig ihm, wo die Klinge bumst. Na super, jetzt bin ich wieder auf denselben Status wie vorher. Das hat's ja absolut gebracht. Eieiei. Das ist ein Haken, oder? Da? Nee, steht das da ist ja kein Haken. An dem Dings, an der Tonne? Nee, das ist bloß so ein hübsches Gerät hier. Kriegst du das damit nicht runter? Nee. Leider nicht. Schade. Eieiei. Oha, was sind wir denn hier? Ach, das ist dieses Ding hier. Mhm. Stimmt. Das ist dieses Modehaus, glaube ich. Schön, dass du wieder viel, viel mehr weißt als ich. Ich glaube, es ist ein Modehaus. Na gut, so an Mode ist ja nichts Schlimmes. Also kann dieser Ort ja nur gut sein. Für uns. Kling, kling. Schlüssel zum Lager. Oh, eine Flinte. Ey, aber die muss ich auch ablegen, ne? Ist das eine Flinte? Ja. Aber die legt ja auch wieder ab, wenn ich jetzt was anderes mache, oder? Ich glaube ja. Aber ich glaube, man kann mit der Flinte auch hauen. Das kann man sowieso. Ja. Mit der Pistole ging das ja auch schön. Zack! Polizeimäßig dem. Ha! Ich habe kurz gedacht, man könnte hier durch. In die Welt von. Nein. Ich spiele übrigens in Spielen sehr ungern mit den Spiegeln, also. Spielst? Das ist wie so eine Urangst, finde ich. Spielst ungern mit Spiegeln? Mhm. Was ist das? Ersatzbirne für den Projektor. Na, fürs Kino. Warte mal. War da nicht noch eine Tür? Nee, nee, hier ist nicht eine Tür. Da links? Links, links. Ist ein Schrank. Links, das? Ist doch wohl eine Tür. Inventar öffnen. Das sind die Lagertür. Naja, meine ich doch wohl. Die war für mich nicht sichtbar eben. Da war doch noch in meinem Gedächtnis, dass dort was war. Die war für mich ja kaum sichtbar eben. Ja, bisher ist es ja eine schöne Ausbeute hier. Harry Potter. Sieht mir schon wieder sehr nach Nebenmission aus hier. Dumbledore. Ron Weasley. Hermione. Snape. Dumbledore. Also, das Lager ist bisher noch relativ leer. Relativ toll. Das Bild auf jeden Fall mitnehmen. Nee, oh, Quatsch. Nicht. Auf du mal mitnehmen willst. Aha. Aha, was ist denn hier los? Ich finde das hier mal sehr interessant hier. This looks like one of those weird paintings. Also doch. Die Frage ist, was brauchen wir die Kiste jetzt für noch irgendwas? Schauen wir mal kurz nach oben. Oh, pf, du, also ich glaube, klettern musst du da noch nie, ne? Doch, ich bin vorhin schon mal geklettert. Ich bin schon mal geklettert. Die
diese komischen leeren Plätze hier sollen eigentlich. So, jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Ja, ja, ja. Gut, dann machen wir uns mal kurz zurück zum Kino. Das interessiert mich doch jetzt schon. Fehlt doch aber noch was. Nee, ich brauchte die Lampe und... den Code für den Schneideraum. Richtig, das stimmt. Liegst du wieder vollkommen richtig. Ich will mal ganz kurz die Probe auf Exempel machen, was passiert, wenn ich gezielt nehme. Okay. Flinty, du kommst mit mir. Flinte Ex Machina. Keine andere Chance. Oh, oh, oh Gott! Hab ich ja gerade mal. Oh. Hast du dem etwa nicht getötet? Doch. Das hat aber gestockt jetzt eben wie Sau. Ja, ja. Alter, das ist aber nicht freundlich. Jesus Christ. Der war ja aber auch überhaupt nicht zu sehen eben. Nee. Der hat sich einfach mal... So, jetzt mal kurz die Frage, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Zum Waisenhaus, da rein. Dann kann ich erstmal die anderen Orte durchsuchen? Na gut, okay, dann gehen wir einfach ins Waisenhaus. Bevor ich hier noch mehr Energie verliere auf dem Weg dorthin. Es liegt da hier leider kein Haken rum für die. Bisher nicht, ne. Merken wir uns aber für später. Was ist da rechts? Was ist da rechts? Was ist da an der... Nee, an der Kiste. Was steht da? Ah, das ist nur eine Stange, oder? Ja, nur eine Stange. Okay. Schade. Was ist da rechts? Was ist da rechts? Was ist da? Was ist da? Hast du das eben gesehen? Da oben, da ist so ein kleiner netter Trick. Wer ist denn mal mit dem Strick? Wer baumelt da? Diese blöden Statuen irritieren mich doch zwischendurch sehr. Und dass das Spiel zwischendurch so leckt ebenfalls, wie jetzt gerade. Gesund sieht ja nicht mehr aus. Gonorrhoe ist kein guter Begleiter. Weißt du, was mir gerade auffällt? Holy fuck. Yes. May I help you? I'm Murphy Pendleton. I received this letter today, but I think there's been a mistake. Ah, yes, Mr. Pendleton. We've been expecting you. You were the only family we were able to locate. Your presence is very welcome. Family? No, Man könnte fast behaupten, dass die ganzen Leute für Silent Hill arbeiten. Bless you, child. Wohl wahr. I understand this must be very confusing for you. Muss ich auch eine gute Rente in Aussicht haben, wenn ich diesen Job übernehmen würde. I assure you, there's no mistake. Please. Ich glaube, sie dienen einfach dazu, um die Leute, die nach Silent Hill zu kommen, ein wenig zu guiden. Ja, Silent Hill hat doch, wäre nicht einfach bloß morden, sondern Silent Hill benutzt bestimmte Mächte, die manchmal außer Kontrolle geraten, um Leuten eine Lektion zu erteilen und nicht. Ja, so. Das ist quasi ein übernatürliches Jigsaw. He died peacefully and is finally at rest. For that at least we can thank the Lord for his mercy. He didn't leave much behind, but his few personal effects are yours to claim. What happened here? Was there an earthquake? Nicht ganz. I'll meet you in the morgue in the east wing, when you're ready. Die reden auch nie drüber, oder? Also sie ignorieren solche Fragen immer. Das dürfen sie nicht, ja. Please feel free to look around. We're pleased that the good Lord has allowed us to carry out his work here at St. Maria. Das ist quasi so, I'm sure you'll find your visit enlightening. Silent Hill scheint das alles so zu gefallen, wie es ist. Und keiner darf es anzweifeln. Hm. Ja? Einer wird so als Eindringling geholt und die restlichen müssen mitspielen, sonst wird Silent Hill wütend, wie so ein Kind, das seine Illusion nicht kaputt gemacht haben möchte. Hm. Und das passt ja wiederum, wenn wir an die Geschichte von Silent Hill denken.